sag oh la 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 la. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Tube Tycoon. Und am Anfang möchte ich auf die vor einer Stunde erschienene Folge 1 von YouTubers Live verweisen, weil, wie schon einige gewünscht haben und ich selber auch Lust drauf hatte, kommt jetzt eben eine zweite Serie, die neben hier Tube Tycoon laufen wird, und zwar auch täglich, bedeutet jeden Tag kommen zwei Videos, und zwar YouTubers Live. Falls ihr das noch nicht gesehen habt, könnt ihr es euch anschauen, dauert zwar Part 1 über eine halbe Stunde, aber ich denke, das darf auch mal sein, eine bisschen längere Folge. Mittlerweile kenne ich mich auch schon etwas besser aus mit dem Spiel. Die ersten zwei Folgen werden zwar ein bisschen chaotisch sein, aber ab Folge 3 kenne ich mich dann schon ein bisschen besser aus, und ja, aber wie gesagt, nur am Rande mal anbemerkt, und vor allem auch, es kommt trotzdem täglich noch eine Folge Tube Tycoon, also da keine Angst haben. Gut, die letzte Folge Tube Tycoon ist auch ein bisschen untergegangen bei der Intro-Abstimmung. Die ist jetzt erstmal so weit, dass fast 40 Leute abgestimmt haben. Ich habe jetzt noch nicht reingeschaut, aber im derzeitigen Stand der Dinge ist das Intro, das ich jetzt vor diesem Video verwendet habe, führt da, und ich denke, das wird auch gewinnen, weil es hat einen größeren Vorsprung. An alle, die da noch abstimmen wollen, könnt ihr euch das Video nochmal anschauen, da ist nämlich die der Link in der Videobeschreibung. Gut, aber ich möchte es hier auch Tube Tycoon spielen und nicht nur auf andere Videos eingehen, beziehungsweise auf irgendwelche Abstimmungen. Deshalb würde ich sagen, spielen wir einfach mal. Ich will nur mal schauen, einen Point haben wir, dafür brauchen wir 3, genau. Und dann müssen wir noch 2 sammeln, aber das sollte hinhauen. Und ich glaube, ich wollte irgendwas die Folge machen, was Wichtiges. Ich habe es aber, glaube ich, vergessen. Das tut mir schon wieder leid. Ich bin mit meinem Hirn wieder irgendwo anders. Beziehungsweise habe ich keine Zeit. Denn es ist 14.26 Uhr und um 15 Uhr sollte diese Folge kommen. Das wird jetzt erstmal eine Aufgabe, die es zu erledigen gibt, zu bewältigen gibt. Die muss ich schauen, ob ich das schaffe, weil ich muss ja schneiden und rendern auch noch und dann hochladen. Gut, dass ich ein gutes Internet habe, sage ich da nur. Ansonsten würde ich das sowieso nicht schaffen. Und der Best Friend Tag machen wir. Und sonst machen wir noch einen Basic Vlog über YouTube, über Cute YouTube, alles klar. Auf jeden Fall kann das ziemlich spannend werden hier. So 16 Millionen Abonnenten haben wir auch. Falls ich es nicht schaffe und es ein paar Minuten später kommt, dann tut es mir auf jeden Fall leid, aber ich denke, es soll sich irgendwie ausgehen. Sonst mache ich die Folge nur so 10 Minuten lang und nicht 15 Minuten, und dann sollte sich das auf jeden Fall ausgehen, weil dann dauert das Rendern nicht so lang und das Hochladen dann ist eigentlich egal, es braucht sowieso nicht so lang. Aber gut, gut, schauen wir mal, ob hier Brotherhood schon was hat. Yo. Entweder Time, Interest könnten wir machen, aber ich würde sagen, wir machen Experience, dass das noch ein bisschen schneller geht. Ich meine, wir machen ja jetzt die Serie Tube Tycoon eh noch ein bisschen länger, bedeutet, das ist dann auch für die Zukunft vielleicht ein wichtiger Punkt. Aber gut, sorry, dass ich jetzt ein bisschen verpeilt bin am Anfang, aber ich bin gerade von der Schule nach Hause gekommen. Hatte nicht mal Zeit, was zu essen, weil das muss ich jetzt noch ganz schnell aufnehmen. Und da haben wir schon die erste Interest verloren. Weil ich möchte mich da ja auch dran halten, dass jetzt jeden Tag 15 Uhr eine Folge Tube Tycoon kommt. Und wenn ich dann auch nur jeden Tag 14 Uhr eine Folge YouTubers Live machen muss. Ja, ich weiß, ich habe es mir selber ausgesucht. Aber es ist vielleicht jetzt nicht das Schlauste gewesen, das so zu machen. Gut. Ich meine, kann man jetzt auch nichts machen, habe ich so gemacht, bin ich selber schuld, kann man sagen, ja, aber ich denke, das geht schon in Ordnung. Questions they never ask, machen wir auch noch einen Tag und noch einen Daily Vlog über schaffe ich es heute noch um 15 Uhr, Mann, Fragezeichen. Schaffe ich es heute noch um 15 Uhr? Gut, sprechen kann ich auch nicht mehr.
weil ich war in der Schule und da bin ich immer, weiß ich nicht, da werde ich irgendwie ganz gaga im Hirn. Da kann ich dann gar nichts mehr. Ja gut, und das kriegt ihr wieder mal. Wie viele? 1,6 Milliarden Aufrufe ist auch ganz okay. Ich meine, haben wir eigentlich immer so 1,6 Milliarden? Nicht Spaß. Epic Stuff. The new intro is epic. Great video. Nice work. Thumbs up. Epic. Das sind hier, ja, das sind 6 Millionen. Hatten wir da nicht schon mal mehr Likes? Ich glaube, da hatten wir schon mal mehr Likes auf einen Kommentar. Ich weiß es nicht. Müsste man dann mal schauen. Ich denke, die Brotherhood wird nichts haben. Nein. Dann gehen wir schlafen und starten in einen neuen Tag. So, Thema habe ich heute keins. Wie gesagt, ich habe einfach nur angesprochen, dass es jetzt zwei Staffeln gibt. Das sind zwei Projekte, die nebeneinander laufen. Für die einen, die nur Tipps bekommen wollen, können ja hier vorbeischauen und sich jeden Tag um 15 Uhr das Video geben. An alle, die nur YouTubers live wollen, die sehen das Video wahrscheinlich eh nicht. Und an die Leute, die beides sehen wollen, ja, könnt ihr euch beides ja anschauen oder so abwechseln. Wobei, das wird schwer, wenn man dann zwei Videos am Tag sehen muss. Oh, der Illuminati-Typ hat uns gehatet. Naja, auf jeden Fall machen wir wieder ein Cooking-Video über ein Spanish Omelette. Okay, warum nicht? Und noch ein Basic-Vlog über Exciting YouTube. Wow. Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, weiß ich nicht mehr, was ich sagen soll, außer schaut da einfach mal vorbei, wenn ihr Lust habt. Das soll jetzt auch nicht so sein, ja, schaut da unbedingt vorbei, weil das ist wichtig und ich will Aufrufe und Likes. Nein, eigentlich ist mir das ziemlich egal. Ich meine, ich mache das einfach nur, weil ich Spaß dran habe und mir gefällt YouTubers Live auch ultra. Ich habe das gestern da noch 4 Stunden oder 5 Stunden lang gespielt. Ich glaube, ich habe bei Steam jetzt schon 5 Stunden Spielzeit an einem Tag und das ist dann schon ziemlich viel. Normalerweise zocke ich nicht so viel, aber ich habe dann gleich ein paar Probleme gehabt am Anfang und die wollte ich dann einfach mal gleich im Voraus testen, ob dann alles funktioniert, auch für YouTube dann. Und es funktioniert alles, also sollte da auch nichts im Wege stehen. Und ich würde sagen, Floppy Bird hatten wir, glaube ich, dass wir bis Folge 50 aufnehmen und dann werden wir das auch beenden. Aber wie gesagt, das ist dann noch in der Zukunft. Gut, irgendwie hatet uns heute jeder. Gut, da haben wir wieder einer hat uns welche gebracht und die anderen haben uns gehatet. Und irgendwie kommt es mir vor, hatten wir das Symbol schon und den User. Mir kommt es irgendwie so vor, als würden die da immer wieder neue reingeben. Und das würde ja bedeuten, wir können ja hier mal schauen, hatten wir sowas? Ach so, das ist nur von heute, okay. Aber ansonsten hätten wir hier schauen können, ob wir, warte mal, Movie that changed my whole life, okay. Könnten wir nämlich schauen, ob das vielleicht updatet, dass die echt Updates bringen. Das wäre auch mal ganz spannend zu wissen. Gut, ich würde sagen, noch ein Daily Vlog über den Tag heute. Der Tag war sehr spannend. Spannend, bitte, auch mit A. Spannend. Nicht. Naja, er war echt nicht spannend. Das sagen ja meine Eltern immer so, wie war dein Tag? Und ich sage immer so, ja, so wie immer, er war nicht spannend, er war normaler Schultag eben. Ja, kann man mal lassen. Und warte mal, sind das hier? Alter, 3 Milliarden Aufrufe, kann man auch mal so machen. Ich meine, ich glaube, das ist das Video mit den meisten Aufrufen auf YouTube überhaupt. Ich glaube aber nur, dass es sehr gut ist. So 3,3 Millionen haben wir mit dem einen Video eingenommen. 2,2 Millionen Kommentare ist auch mal was. 18 Millionen Abonnenten und 66,4 Millionen Dollar auf der Bank ist nicht schlecht. Und der hatte jetzt 1,2, glaube ich, oder? Warte mal. Hier. Nee, warte doch. Doch, doch. Der hat 12,1 Milliarden. Warte mal. Ja, 12,1 Millionen. So, 12,1 Millionen Likes. Alter, das ist geil. Und sonst, ja, haben wir wieder nichts Neues. Kennen wir alle schon.
Gut. Brotherhood. Oh, die sind heute mal spendabel. Jetzt kaufen wir uns aber mal Interest. Ich meine, wir können ja nichts falsch machen mit Interest. Und das Video ist 10 Minuten, ist jetzt wieder nicht das Beste geworden. Aber wie gesagt, es ist auch gar nicht so leicht, hier immer zeitgemäß hochzuladen und zeitgerecht. Aber ich versuche mein Bestes. Falls ich es einmal nicht schaffen sollte, werde ich mir wohl irgendwie so ein Video einfach aufnehmen, das ich dann hochladen kann, so, keine Ahnung, eine Runde Minecraft oder so. Wer weiß, keine Ahnung. Auf jeden Fall, wenn euch der Part trotzdem gefallen hat, auch wenn er jetzt vielleicht nicht so spannend war und nicht so gut, ja, dann würde ich mich trotzdem über eine positive Bewertung freuen. Lasst dann einen Kommentar da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Haut rein und ciao.